Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch am Arbeiten. Unter der Woche, am Abend, am Wochenende. Und ich bin echt froh, dass mir meine Frau da ein bisschen meinen Rücken stärkt. So. Und jetzt? Ja. Die ganzen Maschinen sind schon weg. Ich muss mich echt dran halten, weil heute muss ich noch den Laminat reinlegen beim Aufenthaltsbüro. Also im Aufenthaltsraum, Büro und. Und ich muss die ganze Werkstatt, alles was irgendwie oberflächlich oder so verschraubt ist, noch lösen. Weil morgen wird hier leer sein. Kann mir es eigentlich noch nicht vorstellen, aber ja. So, dann gehe ich mal an die Arbeit. Bis gleich. So, Udali. Und von der alten Werkstatt in die neue. Jetzt haben wir hier alles freigemacht. Da hinten waren noch diverse da Rohre, so Riesenflaschen und weiß ich nicht was alles. Jetzt sagen wir hier mal alles komplett aus. Wischen noch die Balken runter und dann muss ich kurz schauen, ob es jetzt hier hinten nass ist oder nicht. Und dann noch die Folie und so machen. Ja, dann kommt der Boden. Go burn. So, hier drin ist der Boden drin. Da hinten weiß ich, da ist nicht gerade ein schöner Abschnitt und so, aber da kommt eine Wand vor dran und dann sieht man das nicht. So, ja. Ich bin eigentlich zufrieden, sehr sogar. Und freue mich dann hier drin, das Büro, Aufenthalt, hier dann mit der Family ein bisschen zu speisen, Video zu schneiden. Laser wird hier drin auch stationiert sein. Meine Nähmaschine kommt hier rein. Der Kleine wird auch einen kleinen Tisch bekommen, dass er noch ein bisschen malen kann. Ich habe so Sonntagmorgen und ich frage mich immer wieder, warum tue ich mir das an? Ich könnte im Bett liegen, könnte mal wieder schön ausschlafen und so. Nein, ganze Woche normal arbeiten, abends dann noch x-mal in die neue Werkstatt wieder mit x was fahren. Machen und 1000 Baustellen, da dies, jenes. Familie meistens auch noch dabei und muss. Ich frage mich wirklich, warum ich mir das antue. Heute auch wieder, ich wäre lieber liegen geblieben. Mir tut schon alles weh. Ja, dann machen wir mal weiter, wie immer. Go work. So, habe ich jetzt einen Transporter geholt von der Firma, wo ich arbeite. So nebenbei, da Maurer, Lackierwerke. Wenn ich mal irgendetwas lackieren möchte oder Geschichten. Kleiner Funfact von mir nebenbei. Ich
danke wirklich riesig meiner Firma. Ich konnte den Bus schon so oft haben und die unterstützen mich auch da und alles. Und ja. So. Jetzt geht es darum, die Werkstatt umzuziehen. Ich habe gestern noch bis irgendwie 11 Uhr abends, nachdem dass ich von der neuen Werkstatt gekommen bin, noch die alte ein paar Sachen auseinandergeschraubt. Ja. Und heute geht es eigentlich nur darum, das große Material jetzt noch rüberzubringen, was ich nicht mit dem Auto schaffe. Eigentlich wollte ich so viel wie möglich, aber wie gesagt, ich bin langsam aber sicher am Anschlag. So. Ja, dann mache ich jetzt mal weiter. Meine Kollegen treffen dann auch bald ein und dann wird mal weitergemacht. Go work. Ja, wo alles anfing. Da, die zwei kommen dann da hinten ran. Etwas lasse ich dann noch hier an Wände stehen oder so. Vielleicht mache ich da unten dann noch fertig. Das weiß ich noch nicht, ob ich es wegnehme. Mal schauen. Das hier kommt sicher alles noch weg. Das kommt dann noch weg. Das. Mal hier noch Ordnung schaffen. Das hier muss ich komplett voneinander bauen. Weil das kann ich am neuen Ort nicht auf hochnehmen oder wie auch immer. Muss ich alles auseinanderbauen, dann kann ich das Plattenmaterial so verwenden. Ja. Und dann habe ich mir wieder meine Garage für mein Auto. Meine 12, 13 Quadratmeter Werkstatt. Hier, wo alles angefangen hat. Und jetzt habe ich 10 Mann mehr. Manchmal denke ich, ja komm, jetzt hätte es doch irgendwas anderes genommen, hätte es nicht viel, eigentlich nicht so viel Arbeit gehabt, aber glaub mir, irgendwann zieht ihr Kompromisse, wenn ihr 2 Jahre lang eine Werkstatt sucht, die auch bezahlbar ist. Ja. Bald ist dieser Raum hier nur noch als Garage, also nachher hier hinten noch, mache ich mir eine kleine Werkbank rein. Und einfach mit dem nötigsten Werkzeug, wenn ich zu Hause mal etwas machen muss. Ja. Und jetzt mal in die neue Werkstatt. Komm, Mark. Ja, ein bisschen. Was ist da? Was? So. Da habe ich mal die unterste Bahn angebracht, um zu schauen wegen dem Platz und alles. Das ist eine 2 Meter Bahn und die hat dort hinten genau bis an die Kante oben und an den unteren Balken an die Kante gereicht. Nachher kommt dann die andere Folie, die dann da überlappend ist, oben, nicht unten. Keine Angst. Hier noch provisorisch diese Balken angesetzt, dass wir jetzt hier eine kleine Stufe haben. Dann habe ich jetzt hier noch die Folien zugeschnitten, oben durchgezogen, damit ich sie unten dann gegen den Ziegelauslass anbringen kann. Hier drüben, da ist jetzt noch frei und da und bis nach hinten habe ich jetzt die Zwischenteile reingemacht und der Plastik läuft beim untersten Ziegel unten raus, damit es dann, wenn es irgendwie sollte zu Wassereintritt kommen, da wieder rausfließen kann. Hier habe ich jetzt noch die Dachlatten angebracht und die Isolation dazwischen und
das ist jetzt mal hier der hintere Raum. Hier die obere, da die untere Schicht der Isolation. Da hinten habe ich bei den Wänden noch den Plastik angebracht. Und oben durch, da war ziemlich viel Löcher und so, habe ich jetzt mal ein Brett hingemacht und einen Rahmen dran geschraubt. Da kommt dann auch noch ein Plastik und dann oben durch noch. Ihr seht, wir haben jetzt hier das ganze Material aus meiner alten Werkstatt schon hierher gebracht. Es herrscht ein bisschen Chaos, also ein bisschen, ist gut. Ich weiß, man hätte eigentlich jetzt hier alles fertig machen können und dann die Werkstatt hierher bringen. Aber mir war es eigentlich darum, ich habe von zu Hause her immer wieder etwas Werkzeug mitnehmen müssen. Zwischendurch habe ich dann wieder irgendetwas vergessen und. Jetzt habe ich alles hier. Es herrscht zwar ein bisschen Chaos, aber das wird sich dann auch legen. Diese Folien hier, die wird dann hier unter den Nachtspannen weitergezogen. Dann kommt hier eine Wand hin, wo ich dann die ganzen Korpusse entlang stellen kann. Boden noch ein bisschen ausgleichen, dass das alles in der Waage ist. Und nachher kann ich hier dann die ganzen Schleifmaschinen, einfach das Ganze, was so stationär ist, hier anbringen. Dann gibt es hier auch wieder etwas mehr Ordnung. Diese Wand, die ich gesagt habe, die ich ziehen werde, wird sich dann bis nach vorne zu diesem Balken ziehen. Hinter diesem Balken kommt dann so ein kleiner separater Raum, der wird als Lager benutzt. Für mich privat und dann noch auf der Seite gibt es ein Regal für ganze Schrauben, Kleinteile und. Da vorne werde ich ein Holzlager machen. Eigentlich wollte ich von einem Balken da zum anderen, aber in der Zwischenzeit habe ich mir einfach gedacht, so ein Riesenlager benötige ich nicht für dieses Holz. Darum wird da vorne auch noch ein kleiner Raum entstehen, wirklich sehr kleiner Raum, wo dann nach außen eine Absaugung haben wird. Wenn ich etwas lackieren muss, kann ich das dann da in dem kleinen Raum machen und auf der Seite habe ich dann circa 1 Meter, wo ich dann noch ein Plattenlager hinstellen werde. Hier habe ich immer gesagt, werde ich die Zwischenräume brauchen zu der anderen Wand. Da habe ich mich jetzt umentschieden. Hier wird komplett eine Wand hochgezogen auf die ganze Länge, weil ich brauche für meine ganzen French Cleat Halter und Werkzeug und brauche ich einen Aufhängepunkt und irgendwo muss ich mir eine Wand stellen dafür und das werde ich dann hier machen. Hinten durch werde ich mir dann ein paar Regale einbauen, wo von der Seite her dann zugänglich sind. Da kann ich dann sehr langes Holzmaterial von der Seite her hier reinschieben, Dachlatten, Bohlen und. So kann ich wenigstens einen Teil von dem hinteren Raum gebrauchen. Da wo das Holzlager ist, muss ich dann noch schauen, wie ich es mache vom Platz her, dass ich dann auf der Seite nach hinten gehen kann. Da werde ich dann auch die Zwischenräume gebrauchen. Da werde ich kleine Regalböden reinmachen, dass ich dann die kleineren Hölzer und so da reinmachen kann. Und ja, es steht noch alles in der Planung und kommt dann schon gut. Immer Step by Step. Wichtig für mich war jetzt, dass hier mal alles trocken gelegt ist. Wir hatten, das Gebäude ist über 100 Jahre alt. Wir hatten teilweise Stellen, wo es halt ein bisschen reingetropft hat. Bis jetzt ist wirklich alles komplett dicht. Ich habe keinen Wassereintritt, nichts mehr gehabt. Habe auch ein bisschen geschaut und so, aber da ist eigentlich alles jetzt trocken. Jetzt kann ich mir so hier die Werkstatt dann anfangen aufzubauen. Wichtig ist für mich jetzt mal hier die ganze Wand hinzustellen und mal hier ein, wie soll ich sagen, mal eine provisorische Einrichtung zu machen für meine Holzwerkstatt, damit ich dann hier etwas weiterbauen kann. Das nächste, was ich dann machen werde, ist der Aufenthaltsraum nach dem Holzteil, weil
ich muss irgendwie eine Möglichkeit haben, wenn dann die Familie hier ist, wenn mir jemand hilft und so, dass wir uns an einen warmen Ort zurückziehen können. Und das wird dann da drüben sein. Jetzt am Wochenende kommt dann noch die Schwester von meiner Frau. Die ziehen noch um und haben noch diverse Möbel übrig, die ich dann noch von ihnen bekomme. Die werde ich dann noch bei uns im Bürobereich dann benutzen. So, das war mal wieder ein Teil, dass ihr ein bisschen auf dem neuesten Stand seid. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ich weiß, jetzt herrscht absolutes Chaos und da, mir ist da auch nicht wohl. Aber jetzt habe ich alles hier, teilweise muss ich halt noch ein wenig suchen, wenn ich etwas brauche. Aber ich komme eigentlich relativ gut voran. Dass ich nebenbei noch normal arbeite, dann noch hier und so, braucht alles ein bisschen Zeit. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt dabei. Go work.